So ist es. Beim FC Arsenal sieht es noch ein bisschen anders aus. Da dauert es noch ein bisschen. In der zweiten Augustwoche legen die dann los in der Liga. Ja, dafür kriegen wir den ganzen ersten FC Nürnberg. Ja, der sitzt zunächst einmal heute auf der Bank. Sie sehen das Symbol der Gunners, die Kanone. Und Schiedsrichter gespannt um Michael Bacher, der heute die Partie hier leiten wird. Geholt worden, ich denke, da lässt sich drauf aufbauen. Und Arsenal? Geholt worden ist. Jetzt schauen wir mal auf die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Ja, ich glaube, da, mit Sicherheit auch eine gute Wahl. Er wird absoluter Stammspieler und Führungsspieler sein diese Saison. 17 Jahre erst alt, hervorragend, dass so einer auch zum Zuge kommt. Guck dir mal die Ersatzbank an, also sensationell. Ne? Noch sehen. Freuen wir uns jetzt einmal auf eine tolle Partie, die Gunners mit dem Anstoß. Da haben wir Robert Klaus, den Trainer, der ja aus dem Red Bull Stall und ist natürlich dem Club immer noch sehr angetan, 7 Jahre dort gewesen. So dass er ein bisschen mehr durchstarten kann. Müller-Deli und da ist er! Fast das 1:0 durch da Ferner. Klasse Flanke von Müller-Deli. Ja, Reiss Nelson kennen wir aus der Bundesliga, den Mann mit der 24. Hoppla, das war ein Schussversuch von Tierney. Hoppla, schauen wir erstmal auf diese Szene und die Gelegenheit von Dua, dem Sturmpartner von da Ferner. Also der Anfang für Nürnberg. Ja, man sieht auch jetzt sofort, dass man versucht, wirklich in die Box zu spielen. Johannes Geist, der Mann der Freistöße. Standards haben sie sehr viel geübt in den letzten Wochen. Der Ex-Hamburger. Ja, das darf nicht so passieren. Da die Seite scheint dicht zu sein. Und da Ferner mit dem Ballverlust. Aber sofortiges Gegenpressing. Und dadurch den Ballgewinn sich erarbeitet. Ball verloren und sofort Druff von und Geis macht das Ding mit Hilfe der Querlatte. 1:0, 24. Spielminute. Der erste FC Nürnberg belohnt sich für bislang saubere, absolut saubere erste Hälfte, die sie hier darbieten. Richtig stark gemacht, Martin. Ja, aber jetzt sieht man auch, sie erkämpfen den Ball sofort wieder, sind aggressiv in der gegnerischen Hälfte. Und ja, okay, dann ein wunderbarer Pass. Gute Kommunikation zwischen den beiden Spielern, der lässt ihn durch. Und dann Geis hat einen guten Fuß. Da macht er eine Reihe von 16 Metern. Ich glaube, das ist auch verdient. Ja, Lino Tempelmann so ein bisschen freigelassen. Da waren sie zu nachlässig, die Londoner. Schon häufiger tolle Spiele geliefert gegen Bayern. Vor 2 Jahren 5:2 gewonnen gegen PSG. Und jetzt 1:1. Da war es damals. Und jetzt die Chance zum 2:0. Freunde, was ist denn hier los? Der erste FC Nürnberg bärenstark. Nach knapp 29 Minuten steht es 2:0 für die Klubberer. Und der Neuzugang, auf den sie so viel Hoffnung setzen, hat getroffen. Kwadwo Dua. Schlechte Zuordnung bei Arsenal. Und dann lassen sie ihn ziehen. Und der Schuss optimal. Ja, wunderbar. Aber wieder an der Mittellinie. Aggressiv attackiert. Glücklicher Pass natürlich dann zu Dua. Aber das ist eine Chance und er macht eine. Und das ist so entscheidend. Man darf nicht mehr viele Chancen. Bellerin. Und ja, die erste halbwegs gute Möglichkeit für den FC Arsenal, die bislang in der Offensive. Haben natürlich viele junge Spieler, sieht man hier auch. Großen Erwartungen
in diese neue Saison starten. Die haben das meiste Geld ausgegeben. Und ich glaube, Gabriel Jesus, wenn ich das richtig erkenne, ist dann auf dem Platz. Ist also tatsächlich eingewechselt worden. Wir sehen hier im Sturmzentrum mit der 9. Also Gabriel Jesus eingewechselt. Trainer doch nicht ganz so gut gefallen. Ui. Und da ist Gabriel Jesus und da ist das Tor. 1 Minute und 27 Sekunden hat er bei seinem Debüt gebraucht, um zu treffen. Der Neuzugang von Manchester City. Besser geht's nicht für ihn. Das war leider zu einfach. Das war zweimal ein Doppelpass, wenn man das jetzt sieht. Und dann noch kurze Eck, Martinia. Na, das ist zu kurze Entfernung. Also da würde ich jetzt den Torwart mal raus. Müller-Delitz auf der Ferner. Hat es Platz. Cedric Soares kam da nachgeeilt und nächste gute Gelegenheit von Dua. Zeigt da hinten schon an, ich will den Ball haben. Vielleicht haben Sie es gesehen. Haben Sie mal die Augen ganz hinten. Da zeigt er wieder mit dem Arm, ich will ihn haben. Und dann. Ja, aber das gefällt mir. Die beiden Stürmer suchen sich das Ganze. Und das darf nicht passieren. Das ist natürlich. Da ist der Jesus natürlich Weltklasse. Oh oh, oh oh. Mein lieber Scholli. Ja, da küsst er erstmal Nürnberger Boden. Ja, und man konnte es schon fast sehen. Die Passstärke, die Passdominanz bei Arsenal wurde immer besser, immer sicherer. Ja, also war natürlich ein Strich und für Keeper gar nichts zu machen. Oh, jetzt schwimmen sie aber da hinten, die Nürnberger. Martinia. Und jetzt spielen sie auch tolle Pässe. Das auch. Da darf er einfach alleine nicht in der Box sein und abschließen können. Das ist grob fahrlässig vom Club. Passen, dass sie nicht das dritte kassieren. Und der Ball war drin. Wow. Ja. Ball war hinter der Linie. Innerhalb von 12 Minuten ein 0:2 zu einem 3:2 mal zack, zack, zack umgewandelt. Ja, aber wenn man jetzt die Passdynamik sieht, das geht ruckzuck 1, 2, 3, fertig. Na also, geht doch, da sind sie wieder, die Nürnberger. Und der Schleimer gerade eben eingewechselt, gefühlt 1,5 Minuten, ja? Wenn überhaupt, erster Ballkontakt, Treffer, perfekter Einstand. 3-4, Torspektakel hier im Max-Morlock-Stadion. Ja, aber man hat gesehen, es war eine gute Ballstaffette von hinten rausgespielt. Jamera mit der Flanke, ja? Ja, und dann wieder wirklich zielstrebig nach vorne. Boah, also das ist einfach Weltklasse, ne? Dass wie er dann einfach den Innenfuß hinhält, das ist einfach, deswegen spielt er in der brasilianischen Nationalmannschaft und deswegen kostet er 52 Millionen Ablöse. Das ist schon Weltklasse, aber wieder lässt der Club 20 Meter vom Tor 4 Pässe zu, die einfach hin und her gespielt werden und es kann ganz in Ruhe geflankt werden und was dann im 16er passiert, okay, das ist Ausnahmefußballer. Arsenal diese Partie und gewinnt gegen den ersten FC Nürnberg. Einige Erkenntnisse haben wir rausgenommen.